Kein Bock auf irgendeinen Politiker, den man einfach mal loswerden möchte. Oder auch kein Bock auf einen nervigen Nachbarn? Da könnte man es ja machen wie im alten Athen, vor 2500 Jahren. Dort hatte man das Scherbengericht. Da hat man dann einmal im Jahr eine Volksabstimmung gehalten, welcher Politiker für 10 Jahre aus dem Stadtstaat verbannt werden soll. Wenn eine Mindestanzahl an Stimmen erreicht wurde, musste der Politiker oder auch eine normale Person. Es konnte jeder gewählt werden. Die hatten dann 10 Tage Zeit, den Stadtstaat zu verlassen. Die Personen wurden auch nicht enteignet oder so. Die konnten dann alles mitnehmen. Beziehungsweise, was sie nicht mitnehmen konnten, bekamen sie nach 10 Jahren zurück. Eigentlich sehr human.